Wie geht Hallo? es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Hallo, wer ist da? Andreas Nowak, wir haben gesprochen vorgestern. Ach, hallo, mein werter Freund. Wie geht es Lieber Herr, Ihnen? mir geht es super. Mir geht es super, aber ich habe versucht, Sie heute zu erreichen und das hat mir bei mir nie geklappt. Ja, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich war noch Zeitungen austragen, ne? Zeitungen austragen? Ja, man muss ja irgendwo das Geld herkriegen, ne? Ich verstehe. Naja, es ist schon ein bisschen, na, schauen Sie mal, es ist einerseits traurig, dass man sollte für solchen Nebenverdienst sich so zu bemühen. Andererseits aber, es ist doch gut, weil Sie haben die Kräfte dafür. Was hab Oder? ich? Zecken? Kräfte, Ach Kräfte. so, Ich hoffe, Kräfte, ja. Also meine Sie sind auch. Superkraft ist ja im Prinzip, dass ich Ja. Hühnergeräusche machen kann. Naja. Zu Naja. mehr hat's leider nicht gereicht in diesem Leben. Naja, es ist so, lieber Herr, sagen Sie mir bitte, Sie haben hier geschrieben, Sie heißen Herr Maulwurf. Es ist tatsächlich so, das ist, es ist so eine, also, keine Ahnung, Spitzname oder so. Nee, das ist mein richtiger Name, das steht ja so im Ausweis, ne? Alles klar. Klingt ganz gut, weil es war auch ein Hans Maulwurf, der war so ein Held von einem Comics. Ja, okay, das lassen Ein wir was war beiseite. der? Also ich habe sowas gesehen als Jugendlicher. Es war also in Comics oder sowas. Okay, wie Komisch. läuft es bei Comics, also so ein Also Zeichentrickfilm oder sowas? Zeichnungen da. Ja. Okay, Und lassen da wir war das ich beiseite. zu sehen, oder wie? Nein, da war Herr Maulwurf. Okay, lassen wir So, das. was hat der gemacht? Der hat so viele komische Dinge gemacht. Ja, Okay, was lieber Herr denn? Maulwurf. Erzählen Sie mir bitte lieber, warum haben Sie mir die Bilder nicht geschickt? Habe ich doch Sie haben gemacht, mir gleich nach unserem Gespräch. Das von der Sumpfohreule und da, wo man das Hinterteil von dem Reh sieht. Das habe ich Ihnen Hinterteil von Reh? rübergeschickt, ja? Das habe ich leider nicht geschickt. Ich habe den Ich Eindruck, suche also das ich. gerade noch mal raus. Schauen Sie mal, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, ja? Es Ja? ist Ihre Sache. Wissen Sie, also ich unterhalte mich mit vielen Leuten, ja, ich arbeite in diesem Beruf bereits also 5 Jahren, ja, Ja. und Sie haben mir erzählt, Sie wohnen in Braunschweig, ja, Ja. und in Braunschweig, Land Niedersachsen, da gibt es also die Vorwahl, also 05, also in Hannover 0511, und Sie wohnen irgendwo in Norddeutschland, also Hamburg 40040, und Sie haben Ha. Festnetznummer. Es ist was stimmt nicht. Aber es geht mich nicht an. Ja, Sie klingen für mich ganz, ganz okay und es geht mich nicht an. Aber es macht mich ein bisschen so, wissen Sie, wenn man macht irgendwelche Sachen schon ziemlich lange, da sieht man irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Aber es lassen wir so. Es ist, wie Sie möchten, machen Sie so, wie Sie es für richtig halten. Das mache ich Hauptsache, schon das mein macht Ihnen. ganzes Leben lang. Das Also macht. alles, was ich für richtig halte, ne? Okay. Wenn Sie möchten, dann schicken Sie mir bitte die Bilder von diesen Rehen. Ja, das macht mir Spaß, weil ich mache diese Arbeit und habe immer zu tun mit dem Geld. Und das ist so eine Sache, da braucht man ein bisschen Abwechslung. Ja, das kann Verstehen ich Sie? mir, weil wie war denn Ihr Tag heute? War der sehr ertragreich? Er war nicht ertragreich, aber von meinen Kollegen, der hat heute Geburtstag. Oh. Ja, und die haben alle so zugestoßen ein bisschen, ja. Wo denn? Ich In den wie Brustkorb bitte? oder wohin haben Sie Nein, zugestoßen? nicht zugestoßen, also wir haben ein bisschen so getrunken, ja. Die haben Ach. getrunken. Ich habe so also halbes Bierchen mir geleistet, ja, weil mehr möchte ich nicht. Aber die anderen haben so ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer Ja, in Glas man kann das geschaut. hören, die lachen da im Hintergrund ja wie die Schakale. Naja, jetzt haben wir bereits den Feierabend Ach und ich so. habe mir gedacht, ich rufe lieben Herrn Maulwurf, aber das, also schauen Sie mal, es ist so, ich sehe hier, es steht Herr Maulwurf und es steht hier das Braunschweig und Vorwahl 486. Es stimmt nicht. Okay, lassen wir, es ist Ihre Sache, wie gesagt. Wenn Sie dabei Spaß haben, sollen Sie auch haben. Ja, hab Wenn Sie ich. möchten, schicken Sie mir die Bilder von diesen Rehen.
Ja, und wenn Sie das möchten. Ja, Ja, wie ja. gesagt, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schönen Feierabend. Weswegen hatten Sie denn jetzt angerufen? Weil ich, wie gesagt, ich versuche immer, wenn irgendwas irgendwie was nicht stimmt, was nicht passt, dann ich versuche diese Sache zu klären. Ja, Was es passt ist denn einfach so. nicht? Naja, weil Ihre Telefonnummer, Ihre Vorwahl, ja, 486, das ist nicht die Vorwahl von Braunschweig. Ja, aber Sie wollten mir doch was verkaufen gestern. Ich will gar nichts. Verstehen Sie? Ich will nicht, überhaupt nichts. Ja, Also das war ein Anruf zur Unterhaltung im Prinzip. nein, also okay, lieber Herr, wie Sie heißen, Malurf, dann Malurf, okay. Ich sehe, Sie machen Spaß. Sie wollen ein bisschen Unterhaltung haben. Ja. Wenn ich irgendwie also gestört habe, dann möchte ich mich entschuldigen. Na, das Wie haben gesagt, Sie nicht. naja, es ist so, dass ja, ich sehe, Sie betrachten mich ein bisschen so skeptisch, ein bisschen so, naja, Naja, nicht so. wenn wir jetzt schon offen reden, du weißt doch auch ganz genau, was da abläuft. Was abläuft? Naja, diese ganzen Anrufe von irgendwelchen Gold und Bitcoin und den ganzen Kram und am Ende ist dann das Geld weg. Warum macht so ein schlauer Junge wie du so eine komischen Geschäfte? Du bist ja Nein, lieber nicht Herr doof, Mann, das hört man ja. da haben Sie einerseits recht, ja, einerseits. Andererseits, Sie wollen alles, Sie müssen es so verstehen, es ist, diese Branche ist ziemlich neu und da tummeln sich Naja. ganz, ganz, also ich will, wie gesagt, jetzt hoffen wir ganz, ganz, reden wir ganz offen, ja. Und Sie wollen mir sagen, dass ich mache irgendwelche, also, ja, unschöne Sache. Es ist aber nicht so, ja. Ich mache ganz meine Sache ganz ordentlich. Ich verdiene mein Geld ganz koscher und ich lege Wert darauf, ja, dass es auch bleibt so. Verstehen Ja. Sie? Ich möchte nicht was mit der Polizei haben und so oder mit, keine Ahnung, mit Finanzamt. Und Finanzamt, ich aber muss. seid ihr denn überhaupt in Deutschland? Klar. Wie war denn nochmal die Internetseite von dir, mein Freund? Lieber Herr Maulwurf, ja, da habe ich Ihnen bereits geschickt, Aber ja. ich krieg Wenn Sie jeden diese. Tag so viele E-Mails, da kann ich mich doch gar nicht dran erinnern in meinem Alter. Und warum sagen Sie mir, das soll ich Ihnen schicken? Whitefleet. Also Whitefleet zusammengeschrieben. Es ist so, Also wie die Whitefleet weiße auf Englisch. Flotte. Ja, genau. Sie sprechen auch Englisch. Oh Es ist yes, I sehr schön. do, of course. You're not calling an idiot Deswegen. here. Wissen Sie, lieber Herr Malouf, also ich habe schon so viele Mal erlebt, solche Leute, die wollen ein bisschen Spaß haben. Und das hat, also bei mir im Kopf, ich hat irgendwie also ich habe nicht verstanden. Sie haben so ganz, Sie sprechen ganz, ganz geflecktes Deutsch. Also nicht so wie irgendwelche, man sagen wir so, von dem Lande. Und Ja. deswegen, es hat mich ein bisschen stutzig gemacht und ich möchte ganz gerne solche Sachen, also soweit es geht, auch klären. Wie Ja. gesagt, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich Nee, habe jetzt das ist Feierabend. alles in Ordnung. Was war das? Whitefleet.com oder was war das? Nein, Whitefleet. Also ich schicke Ihnen, wenn Sie möchten, nochmals. Also innerhalb von 3 Minuten bekommen Sie von mir ein E-Mail und dann, wenn Sie möchten, da können Sie drüber nachschauen. Ja, da Okay? können wir das ja gerne. Können wir das eben zusammen nochmal machen? Ja, okay. Aber jetzt habe ich bereits Feierabend. Ja, Ja, und aber wir ich unterhalten möchte uns doch gerne. so gerne miteinander. Ja, wir unterhalten uns aber während der Arbeitszeit. Wenn ich habe den Feierabend, dann möchte ich gerne zu meiner Ja, aber Familie du kommen. hast mich doch nach dem Feierabend angerufen, Kollege. Okay, weil ich habe gesehen, dass Sie sind bereits da. Okay. Soll ich Ihnen schicken Ja, diese klar. also E-Mail oder nicht? Okay. Ja, das Soll wäre ich dann. auch morgen anrufen, so um halb, sagen wir Oh, halb sechs? ja, das können wir machen. Es ist halt immer, wie ich halt nach Hause komme, ne? Und dann reden wir Okay. da noch mal drüber, wie Männer, ja? Okay. Okay, lieber Herr Maluf, aber warum müssen Sie die Zeitung austragen? Sie sind so ein so, ja. Naja, Machen Sie. ich bin halt noch kein Bitcoin-Millionär, ne? Ich muss mein Geld halt noch auf andere Weise verdienen, Ja, okay. ne? Okay, reden wir darüber morgen. Wie gesagt, jetzt bekommen Sie von mir ein E-Mail und morgen ich Ja. melde mich bei Ihnen um 5:30. Da Also, ich freue wünsche ich Ihnen schönes mich. Feierabend. Bleiben Sie bitte gesund, das ist die Hauptsache. Ja, Und bis morgen. natürlich. Dann bis morgen. Tschüss. Grüßen Sie die Bis morgen. Familie ganz Tschüss. lieb, ja? Okay, tschüss. Bis dann, auf Wiederhören.
Na, mal gespannt, wie oft ich den Typen jetzt noch dran kriege. Man muss ja sagen, das ist keiner von diesen 0815-Idioten. Schauen wir mal, was daraus wird.